Moin zusammen, erstmal sorry für die Verspätung. Wir sprechen heute mal wieder über Anastasia. Allerdings hatte die gute Anastasia ein paar technische Probleme im Vorfeld. Erst war es so, dass sie ihr Statement komplett aufgenommen hat, das Statement, was wir uns heute anschauen werden, aber dass der Ton nicht mit aufgenommen wurde, was natürlich super, super ärgerlich ist. Dann musste sie alles noch einmal drehen, aber hier in dieser Version passt jetzt der Ton nicht so ganz passend zum Bild in einigen Teilen. Aber es geht trotzdem. Bei mir gab es dann leider auch ein bisschen eine Verzögerung, weil mein Mann gerade ziemlich krank ist. Aber jetzt komme ich endlich dazu, dieses Video aufzunehmen. Ich wollte es euch nämlich nicht vorenthalten, auch wenn das Ganze jetzt ein bisschen später erschienen ist. Denn Anastasias Videos kommen eigentlich immer ziemlich gut bei euch an und euch interessiert eigentlich meistens, was sie zu sagen hat. Das war damals bei Ex on the Beach schon so und das ist jetzt auch noch so. Wir machen es also mal wieder so, dass wir uns erstmal das Q&A von Anastasia anschauen. Das ist in drei Teile gegliedert. Und wenn wir uns das angeguckt haben, dann werde ich meinen Senf dazu abgeben. Und ihr seid natürlich wie immer herzlich dazu eingeladen, auch euren Senf zu den verschiedenen Themen unten in die Kommentare zu schreiben. Es kam auch eine Sache raus, beziehungsweise die kam jetzt nicht raus, das war kein Geheimnis. Aber eine Sache, die ich irgendwie nicht mitbekommen habe, habe ich total verpeilt. Nämlich, dass Anastasia und Dana wohl schon seit längerer Zeit Freundinnen sind und auch schon vor dem Aito-Dreh ziemlich gut befreundet waren. Wie Anastasia als Danas gute Freundin nun auf diese ganze Nadja und Laura Blond Sache reagiert und was sie zu einigen anderen Themen zu sagen hat, das schauen wir uns jetzt an. Film ab! Hello, es ist wieder soweit. Folge 3 und 4 von I Do One Reality Stars in Love ist draußen. Und deswegen mache ich jetzt ein kleines Q&A bzw. eine Reaction zu Folge 3 und 4. Ich möchte vorab nochmal ganz kurz erwähnen, es bezieht sich wirklich nur auf Folge 3 und 4. Alles, was ich sage, kann sich im Verlauf der Folgen noch ändern oder eben nicht. Und manche Antworten beziehen sich auch einfach nur auf meine allgemeine Meinung, das werde ich aber immer zwischendurch sagen. Und dann gibt es natürlich auch noch Fragen, die beziehen sich auf meine Meinung davor oder meine Sichtweise. Starten wir mal direkt mit der ersten Frage. Deine vorherige Meinung zu Dana. Also ich persönlich liebe Dana, ich kannte sie schon vorher, ich verstehe mich gut mit ihr, sie war die einzige in dem Format, die ich jetzt wirklich als Freundin betiteln würde, zumindest von den Leuten her, die ich halt vorab kannte. Und dementsprechend habe ich mich natürlich auch sehr gefreut, dass ich dann ihr Bild auf dem Bildschirm gesehen habe, weil ich mir dachte, oh mein Gott, jetzt habe ich endlich jemanden, den ich so richtig als Bezugsperson in der Villa habe. Generell mag ich aber auch Dana einfach als Person. Ich finde, sie ist eine richtig süße und liebe Seele und vor allem auch eine loyale Freundin. Und eine Granate ist sie optisch sowieso, deswegen finde ich halt auch eigentlich die Rolle als Nachzüglerin perfekt für sie. Man hat ja die Begeisterung aller Leute gesehen. Okay, nächste Frage. Welcher der Männer hat dir bisher am besten gefallen? Also rein optisch war bisher tatsächlich nur Lukas mein Fall. Mir persönlich ist es auch ein bisschen schwer gefallen, da so schnell dann ein Vibe zu catchen, wenn da wirklich keiner mein Fall ist, weil ich halt wirklich oberflächlich bin, muss ich einfach mal so sagen, wie es ist. Und dementsprechend hatte ich es da nicht so leicht, wie ich es mir eigentlich vorgestellt habe anfangs. Aber wir sind ja auch erst bei Folge 3 und 4. Da ist ja noch viel Luft nach oben, ne? Auf Platz 2 war bei mir aber tatsächlich Nicola, weil er halt so viele Tattoos hat, ne? Und ich stehe auf Tattoos. Aber so rein optisch, nicht zu 100% mein Fall, deswegen auf Platz 2 und der Rest war halt gar nicht meins, ne? Nächste Frage! Hättest du Nicola und Nadja lieber nicht in Flagranti erwischt? Ich muss ehrlich sagen, ich habe diesen Moment schon komplett vergessen und verdrängt. Als ich das gesehen habe, war ich so, oh mein Gott, das ist passiert. Einfach auch, weil ich so perplex in dieser Situation war. Das war viel zu viel für mich. Ich habe damit halt gar nicht gerechnet, ne? Gar nicht. Aber ich fand es eigentlich relativ witzig, muss ich sagen, jetzt mal beim Anschauen. Deswegen, nö, ich hätte es einfach genauso gelassen, wie es ist. Außerdem muss ich auch echt sagen, das war die Stelle in Folge 3 und 4, wo ich mir gedacht habe, okay, ich glaube, ich finde Nicola Loki doch hotter, als ich gedacht habe. Beim ersten Mal war ich einfach nur komplett geschockt, weil ich mir dachte, was zum Teufel, was passiert hier gerade? Hat man mir, glaube ich, auch angemerkt. Ich war dafür absolut nicht bereit. Und dann dachte ich mir so, beim zweiten Mal, irgendwie heiß. Also irgendwie zu viel, aber irgendwie heiß. Hab kurz überlegt, soll ich jetzt einfach darauf eingehen? Dann dachte ich mir so, nee, ich lass einfach sein. Ja, und dann bin ich halt weitergezogen, ne? Von daher muss ich sagen, eigentlich überhaupt nicht so schlimm, dass das alles passiert ist. War sehr random, war sehr übergriffig auch, aber low-key hot. Und auch irgendwo witzig, also... Ich habe das, glaube ich, 100 Mal angeguckt, diese Szene. Nächste Frage. Welchen Reality-Star hättest du dir in der Villa gewünscht?
Das ist eine schwierige Frage, weil ich sage euch ehrlich, ich finde im deutschen Reality-TV ist jetzt kaum ein Mann dabei, wo ich sage, boah, das ist so eine Granate, voll mein Type. Man merkt halt schon stark, finde ich, dass generell im deutschen Reality-TV eher darauf geachtet wird, dass man so einen entweder Fuckboy-Charakter hat oder einfach einen auffälligen Charakter und das Aussehen ist dann immer so zweitrangig. Ja, okay, verstehe ich irgendwo. Auf der anderen Seite ist natürlich scheiße, zumindest für Dating-Formate, meiner Meinung nach. Deswegen kann ich jetzt auch keinen Namen nennen, weil ich kenne niemanden aus dem deutschen Reality-TV, wo ich sage, boah, das ist voll mein Ding, würde ich direkt daten wollen. Ich glaube, ich sollte mal im Casting arbeiten. Ich sage euch ehrlich, ich würde ein paar Schnecken raussuchen. Da bin ich mir ganz sicher. Und at this point muss ich auch sagen, ich wünschte, ich wäre bei der normalen Aito-Staffel dabei gewesen und nicht bei der Reality-Stars-Staffel. Weil da sind dann so Leute, von denen man halt noch gar nichts weiß. Und das finde ich irgendwie tausendmal interessanter. Weil da halt am ehesten irgendwer dabei sein könnte, der was für mich wäre, so rein optisch, ne? Muss ich echt so sagen. Aber gut, es ist, wie es ist. Muss ich jetzt mit leben. Naja, zumindest auf dem Stand von Folge 3 und 4. Habe ich mir das halt immer wieder so zwischendurch gedacht, aber ja. Let's see, was da noch kommt. Nächste Frage. Mit wem hast du dich Stand jetzt am besten verstanden? Also tatsächlich habe ich mich immer noch am besten mit Emmy verstanden und mit Gabriela und als Dana dann reinkam, auch mit Dana, weil Dana war halt für mich die einzige, die ich da wirklich als Freundin betiteln konnte, zumindest direkt vor Beginn der Show, sage ich jetzt mal. Sie war die einzige, die ich vorher so richtig kannte und mit der ich befreundet war. Von daher, ja, die drei. Ich habe mich aber generell eigentlich mit allen gut verstanden vor Ort. Also es war jetzt nicht so, als hätte ich da irgendwie jemanden gehasst oder mit irgendwie ein Beef gehabt oder sonst was. Also ich war einfach ganz entspannt und chillig und habe da die Zeit genossen, ne? Zumindest in Folge 3 und 4. Dann kommen wir mal zur nächsten Frage. Deine Meinung zu dem Geläster der anderen Mädels über Dana? Also ich muss sagen, vor Ort mochte ich halt eigentlich wirklich jede Person, ne? Deswegen, ich habe das nicht so wahrgenommen, wie man das jetzt beim Schauen wahrnimmt. Ich war ja auch nicht irgendwie bei den Interviews dabei oder sonst was, deswegen hatte ich jetzt gar nicht so die Ahnung, was das für ein Ausmaß war an Lästereien. Und Stand Folge 3 und 4, muss ich ehrlich sagen, mochte ich halt jeden in der Villa. Ich fand es halt ein bisschen blöd, dass sowas von Dana direkt behauptet wurde, ohne dass sie überhaupt mal darauf angesprochen worden ist und habe sie dann natürlich dementsprechend gesagt, so wie man das ja auch gesehen hat, als ich da am Küchenherd stand und sie mich gefragt hat, ob schon gelästert worden ist. Habe aber auch mit anderen immer in der Villa geredet und meine Meinung dazu gesagt, weil ich hab das so nie von Dana mitbekommen und kann das halt auch nur dementsprechend auch so sagen, versteht ihr? Ich habe ja oft genug mit Dana geredet, bevor so eine Show überhaupt angefangen hat. Ich weiß, in welcher emotionalen Lage sie sich generell befunden hat und wie ihr Datingleben aussieht. Deswegen habe ich das halt eher so empfunden, als wenn man da versucht, auf Krampf Sendezeit zu suchen und dachte mir dann, okay, ich halte mich da einfach generell raus. Ich muss halt sagen, ich kann schon verstehen, dass man sich irgendwie getriggert fühlt, wenn so eine wunderschöne Frau reinkommt in ein Dating-Format und man sich denkt, okay, das ist einfach eine zu große Konkurrenz. Meiner Meinung nach ist Dana zum Beispiel die schönste Frau im ganzen Cast. Und dementsprechend muss ich auch sagen, finde ich eigentlich die Rolle als Nachzüglerin perfekt für sie, weil sie halt eben genau das macht, was sie macht, und zwar andere Girls triggern, weil sie so gut aussieht. Und die Konkurrenz dadurch halt einfach größer wird, beziehungsweise, ich sag jetzt mal, enorm. In dem Sinne will ich auch noch mal ganz kurz sagen, ich finde alle Frauen vom Cast sind einfach nur krass. In meinen Augen ist Dana halt einfach nur die schönste und es wundert mich nicht, dass andere Frauen dann anfangen zu haten. Ich habe das vor Ort auch gar nicht so schlimm wahrgenommen. Ich muss ehrlich sagen, ich mochte vor Ort halt alle. Ich habe zwar mitbekommen, dass geredet wird, aber ich dachte mir halt generell, okay, das ist halt nicht mein Bier, ich bin nicht involviert, ich halte mich da raus. Ich habe zwar zwischendurch immer mal wieder gesagt, was ich dazu denke, wenn jemand das mal vor mir gesagt hat. Also diese ganzen Anschuldigungen und Gerüchte halt. Aber so im Allgemeinen war mir das einfach too much, also deswegen habe ich mich da rausgehalten. Oder besser gesagt, so gut es geht, versucht herauszuhalten. Aber ja, nochmal aufs Allgemeine bezogen, feiere ich gar nicht. Und umso cringer finde ich das irgendwie, dass man sich auf einmal aus dem Nichts versteht, obwohl man sich vorher gegenseitig gehasst hat, nur wenn man auf einmal gemeinsam gegen eine Frau schießen kann, obwohl man vorher gegeneinander geschossen hat. Und die beiden haben ja auch offen gesagt, auch auf ihrem Instagram, dass sie sich gegenseitig als Konkurrenz gesehen haben, sehr stark. Da finde ich das in Bezug auf Dana jetzt schon krass, wie groß die beiden die Konkurrenz in Dana gesehen haben müssen, dass die sich auf einmal mögen, verbünden aus dem Nichts und gegen Dana schießen. Das ist halt einfach meine Meinung zu der ganzen Situation, wie sie jetzt gerade aktuell ist, Folge 3 und 4. Ich muss ehrlich sagen, ich verstehe diesen Konkurrenzkampf überhaupt nicht und ich verstehe auch diesen Hass nicht. Vor allem nicht, wenn man auf Social Media so Sachen behauptet wie, ja, mir ist zum Beispiel wichtig, dass man direkt auf mich zugeht und dass man das auch direkt sagt, was man für ein Problem mit einem hat. Und dann zum Beispiel auch so Namen nennt von anderen Personen, bei denen
das dann zum Beispiel nicht so war und sich darüber lustig macht, aber im nächsten Zuge auch nicht direkt zu Dana geht und sie darauf anspricht, sondern ihr fake freundlich Hallo sagt und dann erstmal im Interview darüber lästert, ohne auch vorher mal zu fragen, ey, ich habe das und das gehört, stimmt das? Nein, das wurde gar nicht gesagt, das wurde einfach in den Raum geworfen und gegen sie verwendet, aber ohne Sinn. Ohne es überhaupt irgendwie zu wissen, es wurde einfach eine Anschuldigung in den Raum geworfen. Das ist halt meine Sicht der Sache, ich finde es nicht cool, aber muss jeder selber wissen. Ich muss halt auch ehrlich sagen, man bekommt ja vor Ort nicht alles mit, ne? Und wenn man dann so die neuen Folgen schaut, so wie ich jetzt, dann ist man halt komplett geschockt. Ich mag natürlich trotzdem alle Beteiligten, bin ich auch ganz ehrlich. Aber als ich die Folge gesehen habe, beziehungsweise die beiden Folgen, war ich so, boah, das ist schon ein bisschen heavy. Aber let's see, was in den nächsten Folgen passiert. Vielleicht ändert sich die Situation, vielleicht auch nicht. Wir werden alle sehen. Das ist auf jeden Fall jetzt meine aktuelle Meinung nach Ausstrahlung der beiden Folgen. Ja. Nächste Frage. Hast du das Gefühl, dass viele Inhalte nicht gezeigt werden? Also generell, ihr müsst euch halt vorstellen, Leute, man ist da ja mehrere Wochen am Stück und es wird 24/7 die ganze Zeit gefilmt, okay? Da passieren generell so viele Sachen, die kann man in einer Folge gar nicht zeigen. Dementsprechend finde ich es natürlich verständlich, dass nur das gezeigt wird, was halt am interessantesten ist, versteht ihr? Oder was halt ausschlaggebend ist für das, was später passiert als Storyline. Das ist ja auch irgendwo das, was Trash-TV ausmacht, so Dramen und diese Rummacherei und hier und da und der hat was mit dem und auf einmal ist da Streit entstanden und bla bla bla, ihr wisst selber. Weil sonst würde man sich Trash-TV wahrscheinlich gar nicht ansehen, ne? Also ja, klar habe ich das Gefühl, dass vieles nicht gezeigt wird, was vielleicht sogar eigentlich wichtig wäre für den Zuschauer, so zum Verständnis, was alles vor Ort passiert ist. Aber es ist halt nicht möglich und dementsprechend auch verständlich. Passend zu dieser Frage auch schon die nächste. Warum wirst du so wenig gezeigt? Deine Bindung zu Mark Robin ist voll untergegangen. Dachte so, hä? Ich denke mal, es ist jetzt einfach gemeint wegen der Matching Night, weil er mich ja ausgewählt hat als sein Perfect Match, damit wir halt nebeneinander sitzen können, um zu gucken, wie viele Lichter leuchten. Und ich dann halt zu ihm meinte, ja, ich find's gut, dass er mich gewählt hat, weil ich denke ja sowieso, dass wir ein Perfect Match sind. Die Antwort bleibt halt dieselbe wie zuvor. Ich meine, es ist verständlich, dass nicht alles gezeigt werden kann. Natürlich ist es blöd fürs Verständnis an sich, vor allem jetzt in der Matching Night, dass man sich halt denkt, hä, woher kommt diese Aussage von Anastasia und wieso nimmt er sie oder wählt er sie und sagt dann, dass er sie cool findet oder bla bla bla. Wenn vorher kein Gespräch oder sonst was gezeigt worden ist. Ich denke halt im Allgemeinen, so im Trash-TV ist es halt so, dass der Schnitt sich darauf auslegt, was einfach am wichtigsten ist für die Storyline im Allgemeinen, okay? Versteht ihr? Deswegen schaut euch einfach die weiteren Folgen an. Vielleicht versteht man noch was, vielleicht hat es aber auch einfach Nonsense, versteht ihr? Weil mein erster Gedanke, als ich da reingegangen bin in diese Show und alle gesehen habe, die vor Ort waren, habe ich mir persönlich zum Beispiel einfach random gedacht, okay, ich glaube, so rein von dem, was ich hier sehe, Mark Robin könnte mein Perfect Match sein. Und dementsprechend kann sich meine Aussage ja auch einfach nur darauf beziehen, versteht ihr? Einfach nur auf einen Gedanken, den ich mal währenddessen zwischendurch während der Show hatte. Ich persönlich finde den Schnitt bisher gut und kann nur sagen, es ist sehr entertaining, schaut einfach weiter. Okay, nächste Frage. Wie hast du dich mit Alex verstanden? Eher so auf freundschaftlicher Basis? In Folge 3 hat man ja ein kurzes Gespräch gesehen, wo Alex und ich quasi an der Bar da gequatscht haben. Und ich muss sagen, man hat ja gemerkt, ich finde Alex lustig und sympathisch. Eben wegen seiner Aussage von wegen, ja, vielleicht sehe ich ja noch all deine Tattoos und Leute, ihr wisst ja, wo ich Tattoos habe. Deswegen war ich so zuerst ratter, ratter. Und dann dachte ich mir so, oha, wie frech. Aber ich fand es halt trotzdem lustig. Deswegen kann ich jetzt zu dem Stand nur sagen, ich fand Alex sympathisch. In Folge 3 und 4. Nächste Frage. Meinung zu Laura und Nadja jetzt, nachdem man die Interviews gesehen hat? Also ich persönlich fand das komplett uncool. Muss aber dennoch sagen, ich mag sowohl Laura als auch Nadja als Person. Deswegen, klar, ich feiere es nicht, aber es ist nicht mein Bier, ehrlich gesagt. Und ich will da auch gar keinen Stress oder sonst was. Ich habe jetzt meine allgemeine Meinung generell ja schon zuvor dazu geäußert. Ich verstehe aber auch das Business im Trash-TV. Und ich kann auch verstehen, dass viele Sachen nur gemacht werden für Sendezeit, was natürlich in dem Sinne beim Zuschauen und bei der Wahrnehmung für die Außenwelt blöd ist. Ändert aber trotzdem nichts daran, dass diese Menschen in Real Life vielleicht anders sind, als man es sieht. Oder anders sind, als der Schnitt ist. Versteht ihr? Deswegen möchte ich persönlich da kein großes Fass aufmachen. Ich weiß, dass Trash-TV nicht immer was mit der Realität zu tun hat und dass vieles auch nur wegen Sendezeit gemacht wird. Klar, es ist blöd, aber
Ich mag die beiden trotzdem. Wenn ich mich jetzt aber entscheiden müsste, auf welcher Seite ich stehe, dann würde ich natürlich Dana nehmen. Hab halt aber einfach keinen Bock auf Hetze oder sonst was, versteht ihr? Also ja, ich äußere meine allgemeine Meinung, will aber nicht gegen irgendwen im Allgemeinen so als Person schießen. Weil da oft mehr hintersteckt als das, was man sieht, so. Und letzte, als auch abschließende Frage. Hast du dich verliebt oder wurdest du verletzt in der Show? Tja, um das herauszufinden, müsst ihr halt einfach weiterschauen. Also holt euch ein RTL Plus Abo, falls ihr noch keins habt. Und gönnt euch die Folgen, wenn ihr es wissen wollt. Ist ja nicht mehr lang bis nächsten Freitag. Und deswegen sage ich jetzt erstmal bis dahin und bis zur nächsten Q&A. Tschüssi! Nun, zunächst einmal muss ich sagen, ich finde es super, dass Anastasia einerseits loyal gegenüber ihrer Freundin Dana ist, aber dass sie auch einfach sachlich bleibt und recht objektiv ist. Und dass sie auch sagt, die anderen Mädels mag sie trotzdem nach wie vor, aber so und so ist ihre Meinung zu den ganzen Geschehnissen. Ich finde, so wie Anastasia das hier formuliert hat, ist es einfach super. Ja, dann zum Thema Oberflächlichkeit. Oberflächlich finde ich Anastasia ehrlich gesagt immer noch nicht, auch wenn sie das ganz, ganz häufig von sich selber eben sagt. Denn, wie schon beim letzten Mal erwähnt, man muss ja am Anfang erstmal nach der Optik gehen, weil man ja den Charakter noch gar nicht kennt. Und ja, nicht nur die Optik auf einem Foto ist das Erste, was man sieht, sondern natürlich auch so die Gestik, die Mimik, das generelle Verhalten, ob jemand vielleicht auch charmant ist oder nicht so sehr. Aber generell den Charakter lernt man ja erstmal kennen und der kann an der Attraktivität auch nochmal super viel verändern, finde ich zumindest. Und das hat Anastasia ja auch so gesehen. Zum Thema Kandidatenauswahl. Ich finde die Kandidatenauswahl jetzt nicht so schlimm wie einige andere, die jetzt zum Beispiel auf TikTok darüber schon mal geredet haben, ne? Oder auch Anastasia war jetzt auch nicht super begeistert von der Männerauswahl. So schlimm fand ich das jetzt nicht. Ist aber natürlich auch immer Geschmackssache. Und man sollte natürlich auch dazu sagen, dass ganz, ganz oft die normschönen Männer, also so die Schnuckels oder die, die gemeinhin als Schnuckels gelten, im Trash auch oft gleichzeitig Red Flags sind. Nicht nur natürlich, aber ganz oft. Zumindest kommen mir da als erstes ein Max Bornmann oder ein Yassin Mohammed in den Sinn, die ja wirklich objektiv, oder nicht objektiv, das kann man ja so nicht sagen, aber generell so als normschön gelten, aber ja, ziemliche Red Flags leider Gottes sind. Bezüglich Dana noch ein Update. Mittlerweile hat Dana auch auf ihrem Insta-Account gesagt, dass sie und Wilson durchaus vorher was hatten. Also das stimmt schon, aber eben nicht, dass die beiden zusammen waren. Ne? Das hat Laura Blond dann auch zum Anlass genommen, um zu sagen, hier seht ihr meine Hater, ich habe es euch doch von vornherein gesagt. Aber das Problem ist ja immer noch, dass Laura das eher hingestellt hat, als wäre Dana in einer offiziellen Beziehung gewesen, als wäre das irgendwie zweifellos bewiesen und als hätte sie da dieses Wissen drüber, obwohl sie ja dann auch ganz oft gesagt hat, naja, ich habe einfach ein TikTok gesehen und mir ist zu Ohren gekommen, ich habe gehört und so. Also ein bisschen mehr Wischiwaschi als das, wie Nadja und Laura Blond es hingestellt haben. Nach den beiden kam es ja eher so rüber, als wäre das ein Fakt, dass Dana in einer Beziehung war. Das habe ich ehrlich gesagt nicht wirklich geglaubt, aber ich konnte mir auch schon gut vorstellen, dass da was dran ist, dass Dana und Wilson einfach irgendwie was am Laufen hatten und in dieser berühmt-berüchtigten Kennenlernphase waren, was ja jetzt auch der Fall zu sein scheint. Dana meinte auch auf Insta, dass Nadja es nur zugegeben hätte, dass sie eben mit Nico vorher in dieser Kennenlernphase war, weil sie die Situation nicht mehr ausgehalten habe. Und ehrlich gesagt glaube ich das auch. Nadja und Laura reiten ja auch relativ doll darauf rum, dass Dana es eben nicht zugegeben hat und dass sie nicht dazu steht, dass Wilson und sie sich vorher gedatet haben, obwohl Nadja es eben zugab. Und Laura hat gesagt, naja, wenigstens steht Nadja eben dazu und das ist der Unterschied. Dasselbe hat Nadja eben über sich selber auch gesagt. Aber ich würde sagen, die Gründe spielen eben auch immer eine große Rolle. Ne? Es war jetzt bei Nadja ja nicht so, dass sie gesagt hat, boah, mich plagt ein schlechtes Gewissen und ich fühle mich irgendwie schlecht gegenüber den Zuschauern, denen was vorzumachen oder ich fühle mich schlecht gegenüber den anderen Kandidaten und Kandidatinnen, dass sie das nicht wissen und deswegen möchte ich reinen Tisch machen, ne? Einfach damit eine Last von mir fällt, sondern ich hatte auch eher den Eindruck, dass sie das gesagt hat, weil sie eben einfach diese Situation emotional nicht mehr ausgehalten hat, weil sie doch recht starke Gefühle für Nicola wohl hatte und eben nicht damit zurechtkam, dass er dort mit anderen Frauen rumgeschickt hat und
drumherum gemacht hat. Das an sich ist ja auch verständlich, dass wenn man Gefühle für jemanden hat, dass man das schwer verdauen kann, wenn derjenige eben gerade vor den eigenen Augen mit anderen Leuten rummacht. Aber die Motive für diese Offenlegung über das, was vor der Show passiert ist, die sind, glaube ich, auch wichtig. Oder wie seht ihr das? Schreibt gerne mal unten in die Kommentare, ob sich die Situation für euch jetzt geändert hat oder was ihr darüber denkt. So, Anastasia hat ja hier auch nochmal kurz angeschnitten, dass wir ja noch sehen werden, wie die Situation sich noch entwickelt und ob sie sich noch ändert. Ich persönlich glaube das ehrlich gesagt nicht, weil wir ja jetzt auf Insta sehen, dass auch heute noch gegen Dana geschossen wird, beziehungsweise dass beide Seiten eben gegeneinander schießen. Und deswegen ist das ja schon so eine Art kleiner Spoiler, dass die Mädels dort drinnen wahrscheinlich keinen Frieden mehr fassen werden. Und ich weiß jetzt natürlich nicht, was ganz genau in den Verträgen geregelt wird. Auf jeden Fall dürfen die Leute nicht über ihr Datingleben sprechen. Deswegen dürfte auch zum Beispiel Dana gar nicht sagen, wie sich die Situation mit Wilson nach dem Dreh weiterentwickelt hat. Selbst wenn sie das vielleicht wollen würde, aber sie darf es eben noch nicht. Generell darf das eben niemand der Kandidaten. Ne? Das Datingleben, also der Beziehungsstatus muss ja aktuell noch geheim bleiben. Aber wer da mit wem Beef hat und wer da mit wem befreundet ist und so, wie das noch weitergeht. Das ist für die Show ja an sich auch interessant, aber ich glaube oder zumindest habe ich den Eindruck, dass das hier nicht ganz so, so wichtig genommen wird von der Seite der Produktion. Dann kommen wir noch einmal zum Thema Schnitt. Den findet Anastasia ja super. Ich ehrlich gesagt auch. Es passiert so viel in dieser Sendung und ich kann verstehen, dass man zwar sagt, ich will die Leute, die ich gerne mag, eben oft sehen, wie hier die Fans von Anastasia. Aber wenn nichts passiert um die Leute herum, dann passiert halt nichts. Ne? Da kann die Produktion sich ja auch nichts irgendwie aus den Fingern saugen. Und ich weiß noch zum Beispiel letztes Jahr, da haben sich ganz, ganz viele Zuschauer darüber aufgeregt, dass Alicia so wenig gezeigt wurde. Aber da ist halt auch das Problem gewesen, dass um Alicia erstmal nichts passiert ist. Ne? Und wenn nichts passiert, dann kann man nichts zeigen. Irgendwann kam ja die Sache mit Paco. Da hatte auch Alicia eben mit Paco mehr Sendezeit. Ne? Das war ja auch eine ganz interessante Geschichte. Aber sonst, ne, wie gesagt, was will man da zeigen? Wobei Anastasia ja schon coole Szenen bis jetzt hatte. Ne? Das ist so eine süße Maus, da mit der Tara-Geschichte und so. Das war ja auch eigentlich ganz lustig. So eine Dating-Show muss ja nicht nur aus Beef und rummachen und so bestehen, sondern mal ein bisschen was Witziges ist ja auch mal ganz nett zur Auflockerung. Dann noch eine Anmerkung zum Schluss. Anastasia sagt ja, Trash-TV hat nicht immer viel mit der Realität zu tun. Das stimmt leider. Vor allem in den letzten Jahren ist es ja immer schlimmer und schlimmer geworden. Aber eigentlich heißt es ja auch Reality-TV. Deswegen, naja, mal gucken, wie lange die Leute, also die Zuschauer, noch Bock haben auf solche Fake-Geschichten. Ich habe das Gefühl, dass die Leute immer und immer angepisster werden von diesen Fake-Geschichten. Aber gleichzeitig ist es das Problem auch, dass die Zuschauer immer mehr sehen wollen und immer heftigere Geschehnisse sehen möchten. Und ich habe es in den letzten Monaten und Jahren auch so ein bisschen beobachtet, dass wenn eine Show, also ich sag mal so, wenn da nicht ganz so viel passiert und wenn nicht eine Staffel jeweils die nächste Staffel toppt, dann sagen die Zuschauer ganz schnell, boah, langweilig, da passiert ja gar nichts. Ne? Also egal, wie man es macht, es ist schwer, den Leuten das immer recht zu machen. Ich glaube, es ist sowieso unmöglich, aber so fake, wie diese Szene mittlerweile geworden ist, das ist schon ein bisschen too much. Gut, das war's auch schon wieder für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Schreibt gerne eure Meinung unten in die Kommentare und vergesst nicht den Daumen nach oben Button. Danke und bis zum nächsten Mal. Tschüss.